Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und die Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen M. Weasley, Matilda Weasley, um genau zu sein, stellvertretende Schulleiterin. So, und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu Hogwarts Legacy. Es ist endlich soweit. Ich freue mich. Alter, sieht echt gut aus, ne? Skins. Also, ich meine hier. Die Grafik vom Skin. Bin ich so ein Milchbubi haben? Also, so ein Milchbubi im Sinne von. Also, Sommersprossen hier. Ich mag keinen Sommersprossen. Nee, so aufgeblähtes Gesicht auch nicht. Warte, wo war denn jetzt der? Mal sehen. Ach, das ist, wie das Gesicht sein soll. Kann ich nicht ein bisschen rauszoomen? Hat das jetzt eine Frau oder ein Typ? Das ist ein Typ, oder? Harry Potter. Warte, Moment, ich will mal was testen. Das ist eine Frau, ne? Na gut, auf den Bildern erkennt man auch nicht klar und deutlich, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Wobei das hier schon mehr nach Mann aussieht, also müsste es ein Mann sein. Kann ich mal eine andere Frisur machen? So. Genau so. Nee. Wir brauchen was Cooles. Alter, fucking Gott, Usopp. Nee. Fuck, jetzt sieht er aus wie Jaden Smith aus fucking Karate Kid. Fuck, haben die so eine Frisur hier? Wir machen Alan Jäger, du. Hey, was ist das denn? Hell no. Ich bin so ein... Hey, jetzt kommt Steve aus. Aha, das kommt denen doch schon sehr nah. Kommt denen doch? Machen wir das. Man kann den kein Bart machen, oder? Was ist das denn? Ach, hier kann man die Mal auswählen, verstehe. Sommersprossen und Muttermal will ich keins. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen gucken.
Das sieht ja auch geplustert auf. Ich glaube, ich nehme das. Ja, genau. Hau mir ab mit, Bruder. Könnten auch so auf Anime machen, ne? Aber pinke Haare. Oder komplett schwarz. Hier unten, das hier. Okay, Alter. Nur weil er nach Hogwarts geht, heißt das nicht, dass er keinen Bart haben muss. Lass so die Haare. Meiner guckt immer ein bisschen wütend da, weil der... Weil der immer ein bisschen wütender ist. Fuck. Augenfarbe. Damn. Soll ich die strahlen blau? Also lila fand ich alle schlecht. Kann ich eine rote Augen machen? Soll ich die dämonisch? Ich nehme strahlen blau. Oh, das sah auch ganz cool aus. Ein bisschen psychomäßig. Das war gar nicht schlecht. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts für uns. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ja, es ist einfach in zwei Stimmen über eins gelappt, so. Von mir aus kann's losgehen. Das war gar nicht schlecht. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Schlafsaal. Achso, Zauberer, ich bin keine Hexe. Bin Typ. Ich darf ein Typ sein, ich darf mich als Typ identifizieren, ich will nur Typ sein. Ein bisschen mehr Bart wäre noch cool, aber... normal. Name. Taituri. Fuck. Nachname. Voldemort. Wurde mit V oder mit W geschrieben? Ich glaube mit V sogar, ne? Ja, mit V sogar. Zauberer. So. Was? Der hat eingeschränkte Wörter. Voll. Tutti Voldi, Alter. Geil. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen.
Warner Brother Games präsentiert. Avalanche präsentiert ebenfalls. Hotkey Games and Wizarding World präsentieren auch. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Es sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Alter, what the fuck? Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Drücken Sie G, um zu heilen. Okay. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt.
Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Ja. So, und damit ein herzliches, offizielles, herzliches Willkommen zu Hogwarts Legacy. Ich glaube, eins mit der meist ersehntesten Spiele 2023. Und ich kenne die Harry Potter Filme, ich kenne die... The fuck? Okay, ich hoffe, OBS macht keine Probleme. Ich kenne die Filme mit Grindelwald, wie heißt denn der jetzt nochmal? Fantastische Tierwesen. Eins muss ich gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Das gestehe ich, da bin ich ehrlich. Aber einfach, weil ich einfach keine Leseratte bin. Ich kann einfach mich fürs Lesen nicht begeistern. Meine Mutter hat die verschlungen. Also wahrhaftig verschlungen. Ich hoffe jetzt... Ich sehe, dass OBS ein bisschen Frames auslässt. Ich hoffe, die machen jetzt nicht allzu große Probleme. Wir schauen mal. Boah, ist das hier hell. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Jo, Professor Fig, Moment. Moment, Moment, Moment. Jo. Folge Professor Fig. Okay, ich kann hier nichts. Kann ich hier... Ich probiere mal nicht, da runter zu springen. Ich probiere es einfach mal nicht. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Wird er gar nicht nass? Hier kommt Tropfen auf. Ganz offiziell Tropfen und er wird nicht nass. Scam. Damn, Professor. Für den alten Knacker noch. Hogwarts wurde durch Sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie Sie in den Besitz des Portschlüssels kamen. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Expecto Patronum. Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Tippe auf. Nicke Maus ist um mein Badezauber. Damn! Ausgezeichnet! Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel zu wählen. Okay. Oh. Kann ich also doch kaputt machen, die Sachen hier. Tschung, tschung. Junge, das sieht echt lustig aus.
Er kann wenigstens was. Ja. Etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Man muss ja gucken, ob hier noch was drin ist, ne? Vielleicht hat hier mal was zurückgelassen. Boah, sieht aber schon echt gigantisch aus, ne? Also hier wollte ich auch nicht... Also ich habe ja eigentlich nicht so das Problem mit Höhen, ne? Aber hier... An der Klippe... Professor, gehen Sie bloß weiter hier. So, du gehst da lang. Ich gehe nicht hier lang. Da komme ich da nicht hoch. Achso. Vögel kann ich keine töten. Jetzt kann er die Hände ausstrecken. Du gehst nach rechts, dann gehe ich nach links, Professor. Wir sehen uns gleich. Oh. Ich habe Gold gefunden, Professor. Fick. Kommen Sie zurück. Nicht mehr weit. Gleich davon. Oh, hier ist windig. Oh, ja. Bleiben Sie ruhig. Reparo. Jo, Alter. Kannst mir dabei bringen, dann werde ich Bauarbeiter. In einem Monat bin ich reich. Reparo. Ich habe schon jetzt zu viel Spaß daran, hier alles abzuballern. Das sieht aus wie eine alte... Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Nee, Thronsaal ist das nicht, ne? Die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Oh, sorry. Und dies ist ein aktuelles Ziel. Halte V gedrückt, um Einzelheiten des Auftrages ab- oder anzuschalten. Professor Fick und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hofland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Ach, und da hinten muss ich hin. Dann gucke ich mich nochmal schnell hier um. Und natürlich alles kaputt machen, weißt du das? Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Sieht aus, als würde einer die Sterne beobachten oder so, ne? Das ist der Mond, der hat ein Teleskop in der Hand. Malt hier irgendwelche Karten auf oder so. Tarotkarten, sieht das eine, was er da in der Hand hat, da. Kann er gerade nicht hinschießen, aber hier. Also wie so eine Sonnenuhr vielleicht. Da stehen noch Vasen, die müssen zerstört werden. Hier kann ich gar nichts machen. Wer ist er hier? Professor, die Statue. Vielleicht war dies sein Zuhause. Hier ist eingestürzt. Hier ist gar nichts. Hier ist auch gar nichts. Usuroda. Das habe ich jetzt ja gelernt an der Wand. Kannst wieder warten. Die
Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Ich höre Stimmen. Fig, kommen Sie schnell. Schauen Sie sich das an. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Integriere mit der Magie. Passen Sie auf. Expecto Patronus! Luminos! Auwe Kadavri! Nee. Hier, gucken wir jetzt. Jetzt geht's ab. Merlins Namen. Bei Gottricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Oh, das sieht aus wie bei den kleinen Zwergen. Wer ist denn das hier? Guten Tag. Hallo? Kobolde, genau. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Alter, das wäre eine geile Achterbahn, ey. Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Ah. Weiterfahren.
Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Das heißt, wir haben irgendwelche dieses Verlies zuletzt genutzt. Fähigkeiten. Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Dann bin ich immer gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich lassen wir das absolute Böse raus. Voldemort persönlich oder so. Vielen Dank für Ihre Hilfe. So, kleiner Mann, du bleibst auf jeden Fall draußen, weil sonst gibt's ja... Den stottert gar nicht. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Ja, voll. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Was zum Teufel muss ich jetzt tun, was? Halte deinen Zauberstab fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Heißt. Mein Gott. Hat anscheinend geklappt, oder? Revelio. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. So, ich muss mir eben kurz husten. Warum interessieren wir uns nicht für die Sachen, die hier nebenbei sind? Die Schriftrollen da oben zum Beispiel oder die random Goldkelche, die wir haben? Ich sagte Revelio! Okay. So. Revelio. Eine Tür. Ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okidoki. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Habe ich auch Lumos? Revelio. 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 Achso, sorry, ich wollte sie nicht hetzen, Professor. Ich wollte sie nicht hetzen. Da vorne ist etwas. Da leuchtet was. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Und da Wasser raus. Revelio. Professor. Oh, was zum. Oh.
Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Im Verlies stellten wir schnell fest, dass es leer war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol. Das gleiche wie auf dem Portschlüsselbehälter. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Ja, als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl noch immer im Gringotts, aber das hier ist kein gewöhnliches Verlies. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Sie könnten Revelio wirken. Könnte ich, aber ich gehe einfach. Der mich anguckt. Dein Ernst? So, Ihre Zeit ist gekommen, Professor. Okay, mir lässt das Spiel keine andere Wahl. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, Lumos erlernen. Leertaste, zack. Leertaste, zack, zack. Let's go. Lumos gelernt. Weil ich so ein Top-Schüler bin. Du hast den Lichtzauber Lumos erlernt, der automatisch an den Zauberset zugefügt wurde. Lumos lässt die Spitze deines Stabes aufleuchten, damit du in den dunklen Gebieten besser sehen kannst. Tipp 1. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh shit! Ah, verstehe. Protego! Aua! Den habe ich nicht mal gesehen! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Da, wo mich die Lichtkugeln hinführen. Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Professor! Professor Fig! Ah, dorthin führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Licht aus. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Lumos, da hinten, da leuchtet's. Aha. What? Ich hab wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh shit, ach fuck, ich hab's gerafft, aber nicht darauf geachtet. Damn, Alter, der hat ein paar krasse Moves drauf. Halte Q, während du Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird, okay?
gedrückt halten. Könnt ihr mich mal nicht so einkreisen? Ja, was ist los? So, den Kollegen machen wir hier weg. Auch wenn ich nur der Schüler bin. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Lumos. Revelio. Lumos. Hier war irgendwo eine Truhe. Scheiße. Da hinten. Aha. 53 Münzen. Das war ja gar nichts. Okay, was ist das jetzt hier für eine Statue? Ach du Kacke. Hier kommt jetzt das Bossmonster, oder? Der Pfad des Bösen. Ich kann leider nicht gehen. Wäre cool, wenn man irgendwie umswitchen könnte, dass er von Laufen zu Gehen wechselt. Aha. 41 Münzen. Da hinten ist noch eine Truhe. Die nehme ich auch direkt mit. 94 Gold. So, mal sehen, was das hier ist. Der Tropfen des Lebens. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen.
Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Hof scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Wir sind direkt bei Hogwarts, oder was? Hogwarts Legacy. Und damit nochmal ein richtig, richtig herzliches Willkommen zum Let's Play. Es geht endlich los! Ab jetzt wird gezaubert, bis die Finger wund sind. Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte,
Doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Da ist noch ein Schüler. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Harry Potter. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz... Ehrgeiz oder Loyalität? Kühn bin ich auf jeden Fall nicht und Neugier auch nicht. Also neugierig schon, aber das finde ich hängt bei Ehrgeiz mit drin. Loyalität. Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Aus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Das kann ich... Ich würde gerne wissen, was bei den anderen Häusern steht. Prinzipiell würde ich es einfach nehmen, weil ich es einfach habe, weißt du? Über den. Ehrgeiz und Streben nach Macht. Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Tapferkeit, Mut und Ehre. Ja. Ehre. Da wäre ich ja jetzt
Komm, wir nehmen das, was der Hut uns zugeteilt hat. Einfach, was der Hut genommen hat. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Warte, er nimmt schon nicht sofort an. Was sagt er hier? Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Hä? Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Hey, das ja. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Wegen Hufflepuff, rein da. Der Hut hat entschieden. Der Hut hat entschieden. Dann sei es Hufflepuff! Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ist Voldy dabei? Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sich ja noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären, aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Wir haben schon alles vergessen. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Auftrag gestartet. Willkommen in Hogwarts. Finde den Gemeinschaftsraum. Oh, eine Tasse Tee oder was? Oh, lecker. Lumos. Oh, was? Mein Stab. Revelio. Die melden, der Stab Lumos. Platzt mir einfach in der Hand. Den konnte ich sowieso nicht leiden. Lumos. Revelio. Ach, einen Apfel kann ich mir auch noch gönnen. Da. Lecker. Tschung. Und noch einen Tee. Lecker. Was ist das denn? Ach, das ist ein Quidditch-Spieler. Sah aus wie einer, der Parkour macht. What the f... Thank you.
Man, das ist ja richtig geil, dass sich die Bilder alle bewegen. Außer das Schlossfoto, da aber hier die. Ah, jetzt kann ich auch zählen. Oh. Rebellion. Er braucht den Bücher. Guck mal, Schokolade haben die hier bekommen. Wie kann da eine neue Tasse hinkommen? Da ist gar kein Geduld mehr. Boah, das ist cool. Okay. Ich bin doch hier rumgespielt. Oh, weg mit den Büchern. Wissen ist Macht und ihr habt keine Macht verdient. Oh, noch ein Apfel. Ernähre mich im Spiel gesünder als in Real Life. Achso, muss einfach durchrennen. Ey, come on. Was? Haustruhe platzieren. Einmal sind Zaubertränke aus Versehen ein Klowurm in die Robe gefallen. Ich bin umgehüpft, als hätte ich Tarantalegra abbekommen. Das war so peinlich. Was glaubst du, wie lange Black noch Schulleiter bleibt? Ich habe Verwandte in Amerika. Vielleicht kann ich nach Ilvermorny wechseln und zurückkommen, wenn er weg ist. Warum will Black Schulleiter von Hogwarts sein? Der Gefangene von Azkaban. Als das wäre. Oh. Was ist hier? Moin. Guck mich mal in eurem Zimmer um, ja? Ah. Schlossstufe 3. Rebellion. Ja, wie da hängt denn zu? Okay, okay, okay. Stört doch keiner, dass ich hier so rumlaufe in deren Buden. Finde ich gut. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay, oh, guck mal hier. Was geht denn hier mit? Anzünden. Was? Ignatia Woodsmith oder Ignatia? Feuer. Ich hab kein Feuer. Oh, die Kamera wackelt so krass, ne? Oh, die Pflanzen werden auch gegossen. Hier ist anscheinend auch nichts, außer einer, der Quidditch verrückt ist. Gemeinschaftsraum von Hufflepuff. Das hier. Noch eine Tour. Schlossstufe 1. Protego. Hier ist auch nichts. Also, wie bei jedem anderen Spiel, auch bei jedem anderen Let's Play, meine ich, gucken wir uns hier natürlich alles an. Ganz in Ruhe, ich habe keinen Stress. Wem der zu lange dauert, kann ja auch einfach nach vorne skippen oder nächste Folge einschalten oder. Lumos. Rebellion. Lumos. Und das ist ein Spiegelbild. Das ist ein dreckiger Spiegel. Na gut, die scheinen alle nichts in den Räumen zu haben und wenn doch, kann ich die Truhen sowieso noch nicht knacken. Er redet hier über mich. Ja. Ich schieß scharf, pass lieber auf. Leon, was? Lenora Everley. Oh, hallo. Sie ist so majestätisch, nicht wahr?
Ist das deine Eule? Ich weiß nicht, wem sie gehört. Wo einem der Hufflepuffs hier. Eulen suchen sich ihre Gesellschaft sowieso selbst aus. Du bist doch der Neuzugang der 5. Klasse. Das war ja ein dramatischer Auftritt. Ich glaube kaum, dass du auf Aufmerksamkeit aus warst. Vor allem, da alle neugierig sind, wie viel du bereits weißt. Ich bin nicht besorgt. Ich habe eine Menge aufzuholen. Du grinst ja so komisch. ich bin nicht besorgt. Da bin ich unbesorgt. Ich schaffe das schon. Nichtsdestotrotz ist es ungewöhnlich. Du musst dich ja schrecklich fehl am Platz fühlen. Nun ja, als fleißiger Hufflepuff wirst du dich vermutlich in 0, nichts zurechtfinden. Ich bin auch fleißig, wie du vielleicht ahnst. Aber manchmal denke ich, gehöre ich doch nach Ravenclaw. Ich habe einen recht scharfen Verstand. Zumindest sagen das die Leute immer. Ich bin übrigens Lenora. Lenora Everly. Nun, ich will dich nicht aufhalten. Du hast viel zu tun. Du meinst, du hättest ein Ravenclaw sein sollen? Meinst du echt, du hättest in Ravenclaw sein sollen? Nun, meine Brüder waren es. Jetzt arbeiten beide im Ministerium. Scharfsinn liegt bei uns wohl in der Familie. Aber meine Tante war eine Gryffindor und wir hatten schon immer viel gemeinsam. Entschlossenheit, Tapferkeit, Kühnheit. Bei mir hatte der sprechende Hut die Qual der Wahl. Hat mich gefreut. Glaube ich. Hat mich gefreut, Lenora. Natürlich, adieu. Adieu, gleich mal woanders. Oh, nicht der Geisterhain hier. Hab ich dich erschreckt?